Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Udin, und ich begrüße euch zum Anfang des Tagebuches. Wir haben jetzt Montag, den 22. Juli 2019, es ist 12.12 Uhr. Ich habe jetzt angefangen, wir haben jetzt die Ladephase heute, also sind jetzt die Ladetage, da musst du halt auf 3000 Kilokalorien kommen, damit die Zellen sich öffnen, keine Ahnung. Der Stoffwechsel sich an ihr erhöht hat. Ich habe mich heute auch schon gewogen. Und ja, morgen, nee, ab nach den 2 Tagen, 2 Tage geht es jetzt so. Und nach den 2 Tagen misst du denn, also nach den Ladetagen, da misst du den Oberarme, Bauch, alle drum und dran. Mike, ohne mal Gewicht. Und da hast du hier so ein Heft mit bei, da kannst du das dann einschreiben. Ich zeige euch jetzt nicht alles, aber warte mal, so, nur oben. Da oben fängt es dann halt an, da schreibt man dann seine Größe, sein Wunschgewicht und Alter hin, und dann fängt es da unten halt an mit den verschiedenen Tagen. Ich zeige euch das jetzt extra nicht, weil nicht, dass sich das einer kopiert oder so. Ich weiß nicht, wie weit das unter Datenschutz fällt. Oh, Entschuldigung, ich schwitze gerade ganz schön. Wie gesagt, wir sind bei den Ladetagen. Und ich habe nicht gewusst, dass Essen so schwer sein kann, Leute. Wir haben zum Frühstück, meine Frau hat es geschafft, ich nicht. Zum Frühstück habe ich ein Brownie gegessen und zwei, was waren das, Streusel? Streuselkuchen. Gefüllt mit Pudding. Eigentlich sollte ich zwei Brownies essen, ich habe es nicht geschafft. Und jetzt zum Mittag habe ich ein Brownie gegessen und zwei 5-Minuten-Terrinen. Deswegen schwitze ich auch so, weil die heiß waren, die 5 Minuten, und es ist einfach barbarisch warm. Also mir ist barbarisch warm, obwohl es hier nur 24 Grad sind. Das ist mein Wasser, was ich heute geschafft habe. Ich bin sowieso echt, wie gesagt, 12 Uhr. Also ist nicht viel, seht ihr ja. Ich bin kein guter Trinker. Das weiß ich auch. Also meine Frau meckert da auch immer über mich rum, dass ich zu wenig trinke. Und das fällt mir jetzt eigentlich momentan am schwersten, das Trinken und das Essen, um auf die Kalorien zu kommen. Ich habe nicht gewusst, dass Essen so schwer sein kann. Ich fühle mich aufgedunsen, ich fühle mich wie ein Mastschwein. Und ich fühle mich einfach nur K.O. Und wir dürfen ja nur bis 18 Uhr heute essen. Nach 18 Uhr ist Pumpe. Also ihr werdet mich in den Streams jetzt auch ab heute nicht mehr sehen, dass ich abends nach 18 Uhr. Also Wasser darf ich da noch trinken, oder? Wasser darf ich noch trinken. Aber ich darf halt nicht mehr essen. Ich darf keine Nüsse essen, kein Obst, Gemüse, irgendwas. Alles nach 18 Uhr essen ist tabu. Das werde ich jetzt auch einhalten. Wir sind jetzt nämlich fleißig dabei. Also die Shakes und so kann ich euch auch noch nicht sagen, wie die schmecken. Weil, wie gesagt, die sind erst ab dem ersten Tag. Also 2 Ladetage, und dann fängt es richtig an. Oder? Genau. Und dann kann ich euch sagen, wie das schmeckt. Aber momentan noch nicht. Momentan fällt mir das einfach nur verdammt schwer. Das Essen. Ich weiß schon, dass ich mich dann, wenn es dann richtig anfängt, nach den ersten beiden Ladetage zurücksehnen werde, wo ich essen konnte, wie ich wollte. Ich habe auch ein Foto gemacht von meinem Gewicht, weil viele sagen, boah, ja. Wenn ich das sage, dann, ob ich sage oder in China fällt ein Reissack um. So. Kann man, ach, wenn ich das drehe, dann. Ich hab das bereit. Du hast es bereit. Ja, ich muss nur gucken, dass ich das hier irgendwie drehen kann. Bearbeiten. Drehen. Drehen. So haben wir. Okay. So. Speichern. So. Kann ich euch das zeigen? Also sind meine dicken Füße. Ja. Also, bevor wir das zeigen, könnt ihr jetzt mal Pause drücken gleich. Und dann schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr denkt, was ich wiege. Also Pause in 3, 2, 1, jetzt. Und jetzt, nachdem ihr da drin geschrieben habt, ich bin mal gespannt, da steht bestimmt 130, 140 Kilo und so was. So, und ich wiege, kann man das sehen? 115,4 wiege ich. 115,4. Ich werde euch das Originalbild vielleicht auch noch mit reinpacken, weil ihr seht gerade ein bisschen spiegelverkehrt, aber egal. Also ich bin nicht bei 120 Kilo. Ich dachte eigentlich, ich habe wieder zugenommen, aber nee. Ich war aber kurzzeitig vor ein paar Monaten schon mal auf 113 runter. Aber das war halt sehr schwankend bei mir. So.
Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mehrere Videos hintereinander machen werde, heute den ganzen Tag oder morgen das nächste. Ich habe noch keinen Plan. Ich lasse mich da selber überraschen, wie ich gerade drauf bin und wie mir leicht oder schwer fällt. Wie gesagt, der erste Tag hat jetzt begonnen. Nicht offiziell mit der Kur, sondern erstmal nur die Ladetage. Aber ab heute fangen wir richtig an. Die gehören dazu. Aber es ist noch nicht mit der Ernährung, weil viele haben auch gefragt von euch, wie ist es mit der Ernährungsumstellung? Musst du damit klarkommen? Ich esse auch nicht alles. Ich hoffe. Ich lasse mich überraschen. So, ich bin dann jetzt weg. Ich mache hier einfach mal einen Cut. Ich verabschiede mich auch nicht großartig, weil kann ja sein, dass noch was kommt. So, und dann bin ich auch schon wieder. Ich habe ja am ersten Tag aufgenommen. Am zweiten Tag habe ich es nicht geschafft aufzunehmen. Da waren wir viel unterwegs. Heute ist der dritte Tag und heute ist die richtige Diätphase, die jetzt kommt. Achso, die Kleine macht Geräusche. Ich habe euch ja versprochen, ich sage euch alles. Ich werde aber nochmal ein separates Video machen und die Stoffwechselkur nochmal erklären und so. Ich lese euch jetzt meine Daten vor und ich zeige euch auch gleich, was es heute zum Essen gibt. Das steht da. Also ich habe jetzt schon die Redoxol genommen. Und jetzt muss ich eine halbe Stunde warten, bis ich essen kann. Und ich habe auch noch, die gehören zwar nicht dazu, nicht? Okay, ich habe da noch was anderes, aber das habe ich im Stream schon erzählt. Ich zeige das jetzt einfach, scheiße, ja. Hier, das sind Globuli, die nehme ich jetzt dazu. Die sind dafür da, dass sich die besser öffnet und das noch mehr Fett verbrennt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Du weißt nicht, was du nimmst? Ich habe das alles drauf. Wunderschön, da bin ich auch schon wieder und heute haben wir jetzt den dritten Tag. Ich habe am zweiten Tag nicht geschafft aufzunehmen. Die ersten beiden Tage sind so Tage, wo du alles Mögliche essen kannst, wo du 3000 Kalorien brauchst. Fällt schwer. Fällt richtig schwer. Und ich muss sagen, am schwersten ist es mir bis jetzt gefallen, die zwei Flaschen Wasser zu trinken. Weil ich bin nicht so der Trinker. Und das fällt mir halt ziemlich, ziemlich schwer. Ich habe auch mein Heft hier. Ich habe heute früh schon meinen Shake getrunken. Ich habe, ich zeige euch mal das, was es frühst immer gibt. Also frühst gibt es einen Shake. Und dann zeige ich euch mal die Pillen. So, und dann sind es hier drei Pillen. Ja, die drei gibt es dann halt vorm Shake. Seht ihr die? Und jetzt ist Mittagessen. Das steht jetzt hier schon. Da habe ich auch schon zwei genommen. Da gibt es dann die hier. Die Redoxol, so, die hier, die sind praktisch Appetitzügler. Ja. Die habe ich schon genommen. Ich habe auch mein Heft hier, dass ich euch vorlesen kann, wie viel ich wiege. Und ja, ich werde euch alle Daten sagen. Ich habe es versprochen, ich ziehe das jetzt auch eiskalt durch. Wie gesagt, am schwersten bis jetzt mit dem Wasser gefallen. Ich zeige euch, was das heute gibt. Das ist auch abgemessen. So, das ist ein Salat, den ich gemacht habe. Mit Gurken, Tomaten, Paprika. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Alles, was ich nicht esse. Und dazu gibt es hier so ein bisschen Fleisch. Ja, das gibt es auch noch. Das ist Hühnchen. Das ist auch abgemessen. Wie viel sind das jetzt insgesamt, Hasi? 500 Gramm. 500 Gramm insgesamt. Also ich denke mal 300 Gramm Gemüse und 200 Gramm Fleisch. Nee, 350 Gemüse, 150 Fleisch. 350 Gemüse, 150 Fleisch. So, die kann ich gleich essen. Zu der ganzen Kur haben wir jetzt noch dazu was bestellt, was nicht Bestandteil dieser Kur ist. Also da bitte auf eigene Gefahr. Aber das ist dieses hier. Globuli nennt sich das. Das macht praktisch die Fettzellen auf, damit man besser abnehmen kann und dass es besser abgeführt werden kann oder aufgenommen wird und weggespült wird. In der Anleitung stand aber drin, also wenn ihr Mann seid, so wie ich, dann rate ich euch, lest die Anleitung durch auf eigene Gefahr. Das ist, wenn ihr noch Kinder kriegen wollt, weil es kann zu Unfruchtbarkeit führen. Steht drin, aber muss nicht. Kann. So, den Shake, ich habe jetzt nur noch Cookies hier drin. Ich habe den anderen schon
in der Küche stehen. Schoko, ich habe mit Wasser angemischt. Ich werde morgen vielleicht mal mit Milch versuchen. Er schmeckt so an sich ganz gut. Schokomäßig schmecke ich jetzt nicht. Für mich hat er jetzt eher Nuss geschmeckt, wie eine Erdnuss. So hat er für mich geschmeckt. Aber noch Schoko habe ich jetzt direkt nicht rausgeschmeckt. Aber er ist nicht unlecker, wollen wir mal so sagen. So. Dann fangen wir mal an. Also, ich bin 1,80 groß, 38 Jahre alt. Wunschgewicht ist 90. Ja, da freut die Kleine sich auch. Also mein jetziges Gewicht ist 116,5 Kilo. Ich habe mich auch gewogen, bevor ich angefangen habe, da wir gestern und vorgestern zwei Fresstage hatten, um diese 3000 Kilokalorien zuzunehmen, Ballaststoffe und so ein Scheiß alles. Davor war ich ein Kilo weniger, war ich 115,5. So, dann... Ich werde euch auch meinen Umfang vorlesen, Taille. Also ich werde die jetzt jede Woche machen, nach 7 Tagen, nach 14 Tagen, nach 21, nach 30. Ja, weiß ich nicht, wie wir das machen, keine Ahnung. So, also meine Taille ist 113,5 cm. Mein Gesäß, also mein Arsch, ist 113,5 ist die Taille. 113,7 ist mein Gesäß, also ich habe einen fetten Arsch. Mein Oberschenkelumfang vom linken Oberschenkel ist 65,6. Mein Oberschenkelumfang vom rechten Oberschenkel ist 65,5. Also 1 Millimeter weniger. Hier mit Muskel und Fett, das weiß ich nicht, wie man das macht. Gewicht nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach drei Wochen, vier Wochen. Das kommt ja dann erst noch. Das sind jetzt erstmal so die Daten, die ich mir aufgeschrieben habe. Und das geht jetzt weiter. Also ich muss sagen, am schwersten wird mir jetzt eigentlich dieses gesunde Zeug sein. Weil ich habe ja extra für mich dann auch noch geholt einen Weißkohl. Wir waren gestern noch einkaufen. Ich habe einen Weißkohl geholt. Ich habe Gehacktes geholt vom Rind. Weil Schwein dürfen wir ja nicht. Ich habe extra mir hier, was ich darf und was ich nicht darf. Also was ich darf, alles habe ich mir extra fotografiert, dass ich das immer bei habe, wenn ich einkaufen bin, dass ich es weiß. Und da werde ich dann die Tage eine schöne Kohlsuppe machen. Salz darf ich nicht, aber Steinsalz darf ich. Also da steht wirklich alles drin, was man nehmen darf und was man nicht nehmen darf. Und hier sind auch echt leckere Rezepte mit bei, die so im ersten Augenblick echt lecker aussahen. Ich weiß nur nicht, ob es die nach der Stabi oder vor der Stabi, also während der, na keine Ahnung, werden wir gucken. Also da muss ich mich überraschen lassen, aber das ist... Wenn man so wie ich nicht alles isst, dann ist das schwer. Aber ich ziehe durch, ich werde das essen, auch wenn es mir nicht schmeckt. Aber ich will von meinem Gewicht runter. Ich will runter, ich will ein bisschen aktiver sein, ich will dann auch wieder Sport machen und ja, alleine für die Kleine dann schon ein bisschen aktiver werden können, sein können, da ist das dann mir schon sehr wichtig. So. Das soll es jetzt hier für das Video erstmal gewesen sein. Das ist jetzt Tag 1, 2 und wir sind jetzt am Anfang von Tag 3. Ich denke mal, das werde ich so lassen und hochladen und dann für Tag, vielleicht mal, ich warte noch ab, ob ich heute noch was mache. Vielleicht kommt noch was hier hinter, weiß ich noch nicht. Und denke mal, dann die nächsten Tage werde ich dann auch nochmal Videos machen. Ja, und dann auf jeden Fall am Ende der Woche, also immer nach 7 Tagen, wir haben Montag angefangen, also jetzt, nächste Woche Montag mache ich die Videos, dann kommen die Dienstag oder Mittwoch kommen die dann online. Da könnt ihr euch drauf einstellen. Das wird dann im Wochenrhythmus sein und dann auch ab und zu mal ein Video so zwischendurch. Und in meinen Streams werde ich euch auch natürlich berichten. So, da bin ich schon wieder. Ja, wir haben jetzt den dritten Tag überstanden. Die ersten zwei Tage waren ja okay, aber heute war es dann ein bisschen hart für mich. Ich habe jetzt auch schon wieder meine Dose nachgefüllt für morgen. Ich habe erst gedacht, die Tabletten sind ein bisschen groß und ich zeige es euch nochmal. Hier die Appetitzügler zum Beispiel, die sind alle genauso groß, aber ich kriege sie gut runter. Aber mit dem gesunden Essen, da habe ich heute wirklich, Frauchen hat gemacht,
Putenbrust oder irgend sowas. Also gebraten, Putenschnitzel, nee, waren so dicker Pute halt gemacht. Und ich habe mit meiner Tochter, in der Zeit, wo sie die Kleine verköstigt hat, habe ich Salat gemacht. Mit Tomaten, grüne und rote Paprika. Nee, grüne und gelbe Paprika. Oder rot und gelbe? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Paprika. Gurken waren mit drin. Ja. Gewöhnungsbedürftig. Sehr gewöhnungsbedürftig. Also ich habe beim Mittagessen schon, irgendwie, das ist im Mund immer mehr geworden und immer mehr geworden. Und oh, das ist nicht meins. Das ist nicht meins. Also morgen werde ich mir eine schöne Kohlsuppe machen. Ach so, da muss ich noch ausfrieren, die Hackte, scheiße, seht ihr? Und die Hackte noch rausholen, weil ich darf ja, Rindfleisch darf ich, also gehacktes. Und eine Kohlsuppe darf ich ja auch machen, aber halt ohne Salz, ohne Pfeffer und so. Da gucke ich mir hier im Buch dann gleich noch und online ein paar Rezepte an und das werde ich dann morgen so machen. Dass ich da vielleicht, also ich habe jetzt auch nicht so das Gefühl, dass ich jetzt hungrig bin, also davon mal abgesehen. Also ich bin satt, also ich bin wirklich gesättigt. Noch. Aber es ist jetzt 19:25. In einer halben Stunde, naja, ein bisschen über einer halben Stunde, fange ich an zu streamen. Meine Capture-Karte ist endlich wieder da. Und danach kriege ich immer Hunger. Also die gestern und vorgestern ging's. Ich bin mal gespannt heute jetzt mit dem gesunden Zeug und so. Einen Appetitzügler darf ich ja jetzt nicht mehr nehmen. Das ist ja nur frühs. Ja. Und den Shake dann halt. Da bin ich mal gespannt, wie ich den ersten Tag denn da überstehen werde. Das werde ich euch dann noch sagen. Ich bin jetzt erstmal froh, dass ich bis jetzt hier geschafft habe. Und beim Essen muss ich mir was. Ich habe Blumenkohl habe ich mir geholt. Blumenkohl darf ich ja auch. Dann werde ich mir Blumenkohl. Da muss ich Frauchen Bescheid sagen vorher, sagt sie. Nicht, dass er rinkommt und sie riecht nach Blumenkohl. Das kann die absolut nicht ab. Meine Frau, die vom Blumenkohl wird ihr schlecht. Aber richtig, da kotzt die hier eine Bahn hin. Ja, das mal gucken. Mal gucken. Ich denke mal, sind ein paar Sachen drauf, die ich esse. Nicht viel, aber irgendwie kriege ich es schon hin. Irgendwie kriege ich es hin. Sind ja auch nur noch 19 Tage. Oder? 19? 20? 1, nee, 18 Tage. Sind ja 21. Und dann mal gucken, dass, ob durch die Ernährung. Ich will ja auch weitermachen. Ich will ja auch ab und zu das, was ich heute gemacht habe, diesen Salat und so. Aber irgendwie ist es im Mund immer mehr geworden. Also. Zwischendurch brauche ich auch mal was ich wirklich esse. Und das ist eine Kohlsuppe. Kohlsuppe ist lecker. Und dann werden wir nochmal einen Salat machen. Oder ich werde nochmal einen Salat machen. Mal gucken. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich bin jedenfalls guter Dinge. Meine Frau hat geschrieben. So, dann werde ich jetzt hier auch einen Schlussstrich ziehen. Für Tag 1, 2 und 3. Ich bin mal gespannt, wie die nächsten Tage werden. Bleibt am Ball. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert. Ich mache das jetzt halt so weiter, bis die Kur vorbei ist. Und wahrscheinlich darüber hinaus auch. Ich will ja dann noch ein paar Wochen weitermachen. Danach denn mit der Ernährungsumstellung. Die 21 Tage ist ja noch nicht alles. Danach geht es ja noch weiter. Und dann könnt ihr gucken, wie viel ich abnehme. Ja? Meine Mutter hat übrigens so eine Kur auch gemacht. Habe ich heute erfahren, dass es das gleiche ist. Oder fast das gleiche ist. Oder eigentlich das gleiche ist. Ich habe nicht nach dem Namen gefragt. Aber sie hat auch 21 Tage Kur gemacht. Und eigentlich das genau das gleiche, was ich auch habe. Ich glaube, das ist so ja das gleiche, was sie gemacht hat. Ich weiß es nicht. Muss ich mal morgen nochmal nachfragen, wenn wir wieder zum Baden da sind. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend, Tag, Mittag. Je nachdem, wann ihr das Video guckt. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wert, Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.